Wo kommt der Mensch her? Wo gehen wir hin? Dritter Teil von 10. Norbert Nelze, Internationalen Sozialisten. Der Homo sapiens bis zu den Klassengesellschaften. Kurz bevor der letzte Neandertaler als eigenständige Art in Portugal seinen letzten Atemzug getan hatte, schuf der moderne Mensch bei Ulm das erste Kleinkunstwerk, das bis heute gefunden wurde, den Löwenmenschen, etwa von vor 32.000 bis 40.000 Jahren. Länge 1 und 2. Der Mensch hat durch die gute Jagdtechnik und Ernährung jetzt auch Zeit und Muße, sich mit der Kunst zu beschäftigen. Er schnitzt auch auf einem hohen Abstraktionsvermögen die Geister, die er mit viel Fantasie schuf. Vielleicht war der Löwenmensch ein Kultobjekt oder ein Geist vom Clanaltar, der viele Tiere dem Stamm für die Jagd bringen sollte. Die Menschen sangen, trugen Schmuck oder bemalten sich gegenseitig. Damit konnten sie auch ihre Stammeszugehörigkeit dokumentieren, so wie wir heute das mit den Fahnen machen. Die Höhlenmalerei von El Castillo bei Santander Bilbao ist noch älter, schon vor 40.000 Jahren. Viele vermuten auch, dass da sogar noch die Neandertaler ihren Handabdruck hinterlassen haben, da der moderne Mensch frühestens vor 41.000 Jahren an der portugiesischen Atlantikküste angekommen sein konnte. Vor 30.000 Jahren haben die Menschen ihre Meisterschaft in der Kunst schon erreicht. Denkt daran, die waren noch nicht ausgebildet. Der Mensch kann von Natur aus so malen, aber bei uns im Kapitalismus wird er nur verbogen, so dass er alles verlernt. Dazu gehe ich bei dem Beginn der Klassengesellschaften noch genauer drauf ein. Und du wirst sehen, jeder Mensch ist eigentlich zu einem Bach, einem Einstein oder einem Ingenieur geboren. Die Erziehung und die Schule treiben uns das alles wieder aus. Das Bild von der Höhle von Javert erreicht auch schon in der Stärke, in der Komposition Franz Marc mit dem Turm der blauen Pferde. Link 3. Hallo, aufgewacht. Wir schreiben erst das Jahr 28.000 vor unserer Zeitrechnung. Hier auch nochmal ein gewaltiger Stier aus Javert. Schmückt 30.000 Jahre danach eine Briefmarke für 1,50. Oje, wenn das der Künstler gewusst hätte. Der Pinsel wäre ihm aus der Hand gefallen. Für 1,50. Geradezu pervers. Der hätte dir den Vogel gezeigt. Wohl plemplem, reif wie die Klapse. 1,50. Nun kommen wir zu der Krönung der Höhlenmalerei. Lascaux, Link 4, 5 und 6. Es ist schon gewaltig, wozu der ungebildete Mensch eigentlich früher fähig war. Da ist es nicht verwunderlich, dass er schon vor 5000 Jahren Stonehenge erbaute, den Umfang der Erde errechnen konnte und die Plejaden auf der Himmelsscheibe von Hebra aufzutragen musste. Der Dänigen liegt absolut falsch. Immer wenn er glaubte, dazu waren die Frühmenschen noch gar nicht fähig, dichtete er ihnen die UFOs an. Vor 100.000 Jahren legt man die Verstorbenen in Gräber. In Palästina wurden auch Gräber gefunden von Neandertalern und Homo sapiens nebeneinander. Der Mensch beschäftigte sich mit dem Tode. Das heißt nicht unbedingt, dass er nach dem Tode an ein Weiterleben im Paradies glaubte.
Vielleicht war das ja ein Ahnenkult. Die Ahnen als Geist eine besondere Ehre für ein Dorf oder Stammesgründer oder ein Familienoberhaupt. Der Ahnenkult hat im Gegensatz zur heutigen Religion eine für alle wichtige Funktion. Die heutige Religion, die ja allesamt erst nach der neolithischen Revolution in den patriarchalen Klassengesellschaften gegründet worden, bilden den Überbau für die Herrschenden. Die Religionen sorgen dafür, dass die Mühsal im Alltag auch so bleibt und haben als Ausgleich für die Zermürbten das Paradies und die Gottesliebe im Himmel ausgemalt. Der Ahnenkult dagegen hat eine ganz praktische Funktion. Man erzählt sich gegenseitig die Erfahrungen der Alten oft über Jahrhunderte. Es gibt noch keine Schrift und keine Bücher. Um aber die gleichen Fehler nicht zu wiederholen, erzählt man sich die Erfahrungen der Alten. Und wenn die äußeren Bedingungen sich geändert haben, muss man eben auch diesen Brauch ändern. Also mit dem Ahnenkult ist ein Standard für die Erfahrung geschaffen worden. Nach vielen Generationen aber verblassen die Bilder der Urahnen und dann konnte man ihn leicht in die Sonne verwandeln und den Pharao als den Sohn der Sonne ausgeben. Die alten Traditionen, zum Beispiel des Ahnenkultes, wurden oft mit der Religion vermischt. Zum Beispiel die christlichen Indianer huldigen immer noch ihre Totems, die auch ihre Vorfahren darstellen. Oder auf den Malediven haben die muslimischen Familien noch die Schädel ihrer Ahnen, zum Teil auf dem Familienaltar stehen im Haus. Vermischung der Religion mit dem alten Kult kennen wir auch bei den Katholiken. Als Kompromiss, dass den Goten die vielen Götter aus Thor, Donau oder Freyr genommen wurden, gab es vom Papst die vielen Heiligen, gleich für jeden Beruf und für jedes Land. Das 3-Millionen-Volk in Indonesien, die Minangkabau, heiraten zuerst nach dem matrilinearen Brauch aus der Bronzezeit und abends auch nach muslimischer Sitte. 60% der protestantischen Isländer glauben heute noch an Trolle und Elfen. Da gibt es in Reykjavik einen Trollbeauftragten von der Regierung, der die Aufgabe hat, zu prüfen, ob die Tunnels, die in Island gebaut werden, nicht durch die Wohnung eines Trolls verlaufen. Zitat aus Geo: Erla Stefansdóttir ist die offizielle Elfenbeauftragte Islands und dafür zuständig, dass keine Straße durch Elfenterritorium gebaut wird. Link 8. Zitat aus Zeit Online, Link 9a. Es gibt sie tatsächlich. Sie heißt Erla Stefansdóttir, Wikipedia 9b. Ihr Amt, sie ist Elfenbeauftragte beim Bauamt in der Hauptstadt Reykjavik. Aber sie fühlt sich auch für Trolle, Gnome und andere Huldufólk zuständig. So nennen die Isländer die für den normalsterblichen unsichtbaren Wesen. Frau Stefansdóttir hat eine Landkarte der verborgenen Welt erstellt. Und bei größeren Bauvorhaben wird sie um ihre Meinung gefragt. Sie hat auch einige Pläne schon per Veto verhindert oder verändert. Der Elfenhügelweg zwischen Reykjavik und Kopavogur macht einen Bogen um einen angeblich von Elfen bewohnten Hügel.
Man wollte die Ruhe der Fabelwesen nicht stören, die sich vom Bau- und Verkehrslärm belästigt fühlten. In der Stadt Gründerfordur blieb zwischen zwei Häusern ein von Fantasiewesen bewohnter Fels stehen und bekam sogar die Hausnummer 84. Zitat Ende. In Island, Wikipedia Link 10, gibt es ja wieder eine 12.000 Köpfe zählende Gemeinde von Anhängern von Valhalla und Thor bei einer Einwohnerzahl von nur 3,2 Millionen, wohlgemerkt. Bei allen sehen wir, wie uns die Jungsteinzeit noch beeinflusst, als ob sie nicht so lange her sei. In KwaZulu, in Natal, in Südafrika gab es schon den Pfeilbogen als Jagdwerkzeug vor 64.000 Jahren. Link 1, nach eigenen Angaben Steinspitzen. In Europa ist der Bogen seit 35.000 Jahren bekannt. Steinspitzen seit etwa 22.000 bis vor 18.000 Jahren. Gestielte Spitzen aus Feuerstein. Aber Speer und Pfeilbogen waren im Wesentlichen noch Waffen für die Jagd. Ein Krieg zwischen den Stämmen war noch nur selten Ausnahme, beispielsweise durch eine Wetterkatastrophe verursacht, dass es dadurch weniger Tiere gab. Aber dass es nur Ausnahmen war, sahen wir an dem Beispiel, wo Homo sapiens und Neandertaler aufeinander getroffen sind. Und die Archäologie sagt, dass es noch keine Anzeichen zwischen sogar zwei Rassen von Krieg gegeben hätte. Nichts. Die ältesten Tonfiguren in Europa stammen von vor 24.000 Jahren. Man nimmt an, dass die erste Tonfigur ein Zufallsprodukt war, als man um ein Lagerfeuer saß. Die ersten Keramikfunde fand man in China von vor 20.000 Jahren, stammen aus der Höhle Tianrendong. Die erste Nutzung von Keramikgefäßen fand man in Japan von vor 15.000 Jahren. Nach der Einteilung von Marx befinden wir uns noch in der Unterstufe der Barbarei, also kurz vor den alles ins Gegenteil verkehrenden Klassengesellschaften. Das Sammeln von Wildgetreidearten gab es in unserem Kulturkreis in der Levante schon vor 20.000 Jahren. Vor 11.000 Jahren wurde im fruchtbaren Halbmond in der Südtürkei im Feldbau Getreide angebaut. Von vor 20.000 Jahren bis vor 11.000 Jahren war das im Gartenbau. Und dann entwickelte sich das immer mehr zum Ackerbau, aber noch vom gesamten Stamm gemeinsam. Der Mensch hatte sich so erfolgreich entwickelt, dass es in seinem Hauptsiedlungsgebiet, obwohl es dort die meisten Tiere gab, nicht mehr möglich war, sich allein von der Jagd zu ernähren. Die Menschen sind schon zu viele geworden. Bei der Jagd hatten sie im Durchschnitt nur 2 Stunden am Tag gearbeitet. Sie selber hätten das aber nicht als Arbeit angesehen. Den Begriff Arbeit, den gab es noch gar nicht. Der Clan oder die Gens bestellten gemeinsam das Feld und gingen gemeinsam zur Jagd. Sie lebten zusammen in einem Flecken von mehreren Hütten aus Weidenruten, Stangen, Fellen und Lehm. Dies war die Zeit des Übergangs zu Langhäusern aus Holz. Sie beschlossen noch alles basisdemokratisch, noch galt das matrilineare Recht.
Es gab nur die zeitweise Paarungsehe. Manche blieben auch ihr Leben lang zusammen, wie noch jeder wollte.